Herzlich willkommen zurück zu Barbossa Let's Play in Batman, der Arkham Knight. Ja, ich flitze hier ein bisschen über die Dächer und ich habe da was Interessantes herausgefunden. Arkham City macht Spaß, aber das ist um Welten besser. Es gibt so zerstörbare Sachen. Und jetzt weiß ich nicht, ob was wir genau hier machen kann oder wie das funktionieren soll. Irgendein Freak hängt leicht. Fledermaus! Feino! Irgendwie Sachen zerstören oder sonst was. Das weiß ich nicht. Hier wird schon wieder geschossen und was weiß ich alles. Ja, wir machen den mal schnell fertig hier. Aber das ist ein Typ mit Informationen wieder. Den nehmen wir uns auf jeden Fall zur Brust. Zack, zack. Ich werde jetzt dann auch mal skillen. Rede. Klar, was immer du willst. Das war's. Okay, Rätsel hinzugefügt. Haben wir wieder was gefunden? Ja, wahrscheinlich werde ich das mit dem Auto zerstören müssen, ne? Oder? Was meint ihr? Ich rufe mal mein Bett. Die ganzen Straßen für uns allein. Ist das nicht geil? Das funktioniert. Ah ja, da kommt er schon. Schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Sehe ich nicht richtig. Hat geklappt? Hat sie jetzt was gebracht oder? Krawalle finden statt. Ja, aber jetzt ist halt wieder die große. Ja, hat mir das jetzt was gebracht oder nicht? Das ist die Frage. Mal schnell hoch. Ist schon Batman geil. Batman hat einen Panzer. Scarecrow hat zig Panzer. Wo ist mein Panzer? Das ist nicht fair, Mann. Hat das jetzt was gebracht, oder? Aha. Ist jetzt einfach nur zerstört worden. Ja. So viel dazu. Hier ist das nächste. Hier ist ein Rätseltrophäe. Zack. Machen wir mal das. Wo soll die sein jetzt? Ah, okay, hier. Ah, ja. Wenn wir hier fertig sind, wird nichts von dieser stinkenden Stadt übrig bleiben. Was ist das denn? Wie mache ich das jetzt? Auch mit dem Panzer zerstören, oder was? Oder Panzer besser gesagt beim Bettmobil. Ja, man muss hier noch viel herausfinden. Hat das was gebracht? Nicht wirklich. Oh Scheiße! Es ist Batman! Bring uns hier raus! Nee, bringt nicht viel. Das ist ja... Power, F, Kamera wechseln. Ja, hin und her schneiden. Naja. Abziehen? Und das alles verpassen? Da versuche ich mein Glück lieber mit Scarecrow. Explosionsgel. Lass mich mal raten. Achso, scheiße. Zünden. Wetten, das geht mit dem. Ich weiß es auch nicht. Ich tue jetzt hier eigentlich gerade nur herum. Da ist er! Schnapp ihn! Ihr werdet Spaß haben, Batman! Nee, geht nicht. Ah, der hat neue Informationen. Ah, blaue! Wahrscheinlich für die Feuerwehr, oder was? Oh, also. Ziel angezeigt oder was? Es ist alles sehr interessant. Ne. Na gut. Dann machen wir wieder mal eine Planänderung. Das kriege ich zum Beispiel schon. Was ist das denn jetzt? Rätsel. Ein offener Heim bietet Bett und Speisen. Ihr seht, ich bin total überfordert hier.
Oder überfordert ist eigentlich untertrieben. Wie weit ist denn das weg? 100 Meter. Skeko glaubt, er kann einfach ein paar Panzer nach Gotham rollen lassen? So ein Arsch. So. Hä? Ein offener Heim bietet eine Speise. Ist eine Leiter eher verrückt oder weise? Harley ist in der Stadt? Ich mach mal die Sicht. Dachte, die würde ohne den Joker eingehen und sterben. Vielleicht bringt's mir ja was. Aber anscheinend auch nicht wirklich. Eine Leiter. Ja. Ja, Batman hat jetzt einen Panzer. Ah. Wir haben ihm wohl Angst eingejagt. Das sieht ja interessant aus. Okay. Tür ist verschlossen. Warum falsche Taste? Evakuierung? Okay, jetzt müsst ihr hier eine Leiter sein, oder? Und ich mich um den Rest. Ich versuche nur zu überlegen, was jetzt mal, ziehen wir uns mal hier hoch. Zack, ist hier noch irgendwas Interessantes? So eine Leiter rein. Ja, vielleicht ist es wie ich hier oben. Nein, hier oben ist nichts. Okay, okay, wir machen bei einer der zwei Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Ich muss morgen auf die Kinder aufpassen. Oh Mann. Ah, aber was ist das denn? Anscheinend wäre wohl leider nur. Also hier war die Tür. Hätte nicht gedacht, dass Scarecrow das Zeug dazu hat, das durchzuziehen. Hab mich wohl getäuscht. Sehr interessant das Ganze. Ach, vielleicht ist ja hier irgendwas. Endlich gehört Gotham den richtigen Leuten. Niemals lassen wir uns das nehmen. Evakuieren? Vergiss es. Scarecrow macht mir keine Angst. Genau, jetzt bin ich wieder drin im Gebiet. Das ist doch... Also typisch Riddler halt, ne? Die Tür ist zu. Alles klar. Hast du das vom Riddler gehört? Ist verrückt geworden. Noch verrückter als sonst. Es ist Batman! Tritt aufs Gas! Mach ihn platt! Das ist ja alles... Ich zieh mich zurück, Batman! Sehr interessant, sehr interessant. Was ist das? Unbewaffnet. Nur mit dem Auto vielleicht. Ich weiß ja irgendwie auch... Weiß zwar nicht, wo du bist, aber das ist noch nicht vorbei! Wenn nicht, habe ich keine Ahnung. Okay, geht auch nicht. Okay. Batman arbeitet nie und nimmer mit Scarecrow zusammen. Wo hast du das hier? Was? Mit das jetzt sagen. Au! Ach Leute, wenn ihr was wisst, was ich anders machen sollte, könnt ihr mir das gerne reinschreiben. Aber im Moment habe ich jetzt echt keinen Schimmer, was die jetzt von mir hier genau wollen. Hat so ein Batman-Zeichen nach oben gezeigt. Ja. Hat schon zu lange die Kontrolle. Es wird Zeit, dass wir den Spieß umdrehen. Ich finde hier nichts. Na okay, bevor ich jetzt hier großartig weiter herum daddel, sag ich jetzt mal. So, wo war? Hier ist die Main Quest. Dann machen wir das. Genau. Dann machen wir etwas, was vielleicht wirklich was bringt. Nicht nur herum. Da wo ist denn Harley überhaupt? Sie ist einfach fort, seit sie Arkham City dicht gemacht haben. So. Anscheinend habe ich neue Informationen oder sowas bekommen. Wir schauen uns jetzt einfach mal an. Boah, ich hätte auch gerne wie ich jetzt so einen Teil. Das wäre mal was Geiles.
Und dann haken wir uns hier mal wieder hoch. Und weiter geht's. Du wolltest dir doch die Kippen krallen, deswegen sind wir doch überhaupt in den Laden rein. So. 23. Was? Ah. Lockere Ziegeln. Ivy und Scare. Okay, hier haben wir schon was Auffälliges. Identität bestätigt. Oh Gott, es geht jetzt ab. Okay. Komme ich in die Betthöhle und bringe deine Sachen durcheinander? Du hast die Verbindung auf ihre Grundelemente reduziert. Aber da ist nichts, das wir zurückverfolgen könnten. Was, wenn wir das Ganze falsch angehen? Statt nach dem Toxin zu suchen, sollten wir uns vielleicht auf den Herstellungsprozess konzentrieren. Wie konnte mir das entgehen? Die Reaktion verursacht einen Strahlungsanstieg. Scanne die Stadt nach dieser Energiesignatur. Sie zeigt uns, wo Scarecrow das Angsttoxin herstellt. Es wird ein paar Stunden dauern, die Satelliten zu positionieren. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde die Antenne bei den Filmstudios umfunktionieren. Bruce, ich habe mit Dad geredet. Ich hasse es, ihn anzulügen. Wenn er wüsste, dass ich noch in der Stadt bin. Er gibt sich immer noch die Schuld hierfür. Wir halten Scarecrow auf. Okay, neues Ziel. Ja. Ah ja. Okay. Jim, wir müssen herausfinden, von wo aus Crane agiert. Gott sei Dank. Was kann ich tun? Habe ich den Standort? Gebe ich Bescheid. Halt deine Männer bereit. In Ordnung. Das klingt jetzt nach einem Plan. Wie weit müssen wir denn? 700. Das war's, wir ziehen uns hier mal hoch, dass wir weiter gleiten können. Zentrale, hier Falcon 5. Ich habe Sichtkontakt zu einem Aufruhr im Quadrant. Kommen! Naja, ist ja egal. Gleiten wir mal los. Wenn irgendjemand Opernmusik hört, sofort Bescheid sagen. Das ganze Land sieht zu, von Metropolis bis Keystone. Wir bieten ihnen eine Show. Ich glaube, ich habe natürlich Opernmusik gehört. Welches? Das ist doch eindeutig Opernmusik. Wo? Ich glaube, kommt da. Hört ihr das? Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und ich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, jetzt. Jetzt weiß ich, wie das geht. Ah. Alles klar. So, scannen wir mal. Achso, falsch. Leertaste. So. Narbengewebe auf dem Oberarm. Ich erkenne das Muster. Vor 20 Jahren war das ein Ehrenabzeichen unter Häftlingen in Blackgate. Eine kleine Gruppe Gauner, die sich die Bloodhaven Six nannten. Ja, nächstes.
An der rechten Herzkammer befinden sich Spuren eines Herzschrittmachers. Wenn ich den Hersteller mit der Stimulationsart abgleiche, sollte mir das die Suche erleichtern. Schöne Kniefraktur und dann haben wir schon. Das Knie des Opfers zeigt klare Anzeichen einer Knochenverformung. Sklerose an der Gelenklinie weist auf juvenile Arthritis hin. Eine seltene und lähmende Erkrankung. So, Alfred, ich habe das Opfer als Franklin Accardo identifiziert. Seine Akte ist eine Ansammlung verschiedenster Drogendelikte. Seit seiner Jugend geht er im Gefängnis ein und aus. In Blackgate saß er für 20 Jahre ein, wurde aufgrund einer Herzerkrankung aber vorzeitig entlassen. Er zog nach Little Rock, Arkansas. Dort wurde er als vermisst gemeldet. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuch eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Okay, Opernmusik weiß jetzt relativ genau, auf was ich jetzt achten muss. Das ist schon mal gut. Aber wir hatten ja einen anderen Plan. Also ich höre jetzt nochmal natürlich Opernmusik. Wir werden eine Bombe brauchen, um seine Karre auszuschalten. Jetzt geht's mal ein bisschen voran, das freut mich. So, was gesperrt? Irgendwas war hier gerade gesperrt. So, da hinten soll das sein. Dann ziehen wir uns da mal lang. Supi. Wo soll's? Deine Verbündeten werden dir heute Nacht nicht helfen. Ich werde euer aller Ende sein. Ah, das sieht gut aus. Schauen wir mal, was wir jetzt hier Interessantes haben. Der Generator ist beschädigt. Ich muss die Antennen direkt mit Strom versorgen. Hallo nochmal, Mr. Wayne. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist die Winde bereit für den Einsatz? Sie ist vollständig funktionstüchtig. Ich garantiere aber für nichts, wenn Sie damit Ihren Wagen an einem Gebäude hochziehen wollen. Lesen meine Gedanken. So lautet die Jobbeschreibung, Mr. Wayne. Der Batwing ist auf dem Weg. Ich sage, das ist die Winde fürs Batmobil. Ja, gerne. Das lasse ich mir doch wohl nicht zweimal sagen. Schauen wir, vielleicht kommen wir hier noch ein Stück hier näher. Ja, das sieht gut aus. Achso, jetzt muss ich mit Batmobil fahren. Gut. Ah, das Auto ist schon geil, ne? Ich finde auch cool, dass die ganzen richtigen Stimmen sind. Ich sagen, das Spiel macht schon richtig Laune. Wenn man sich noch ein bisschen reinfuchst und so, man muss einfach noch auf die Sachen achten, was passieren. Aber wie wollen Sie den Wagen auf das Dach kriegen? Ich improvisiere. Die Seilwinde benötigt einen sicheren Ankerpunkt. Schalten Sie dann in den Rückwärtsgang. Okay. Und seien Sie bitte vorsichtig mit dem Wagen, Mr. Wayne. Er ist ein Unikat. So soll ich fahren, oder was? Was er mir da gerade gezeigt hat? Das ist nur ein Scherz, oder? Kampfmodus. Winde einsetzen. Das ganze Ding jetzt irgendwie aus. Ah. Aha, und jetzt mit Nachbrenner rüber. Aber so klar, dass das nicht klappt. Ja, wie soll ich jetzt wieder hinkommen? Ah, ja, jetzt fängt es schon wieder gut an.
war ja hier jetzt, ne? Oder? Ich weiß es auch nicht. Dabei. Ja. Und so weiter geht es sich gleich im Arsch. Nachbrenner habe ich doch alles. Eigentlich müsste der fliegen wie... So, dann nehmen wir mal mehr Anlauf. Ja, das sieht gut aus. Erstmal bremsen. So, Kampfmodus. Was soll ich jetzt umreißen? Du dachtest, ich wäre tot, oder Pam? Versunken in den Gewässern unter Arken. Doch wie alle unterdrückten und vergessenen Ängste, kehrte ich schlussendlich zurück. Ja, hier? Achso, wir machen uns erstmal eine Sprungschanze. Kann ich ja noch was machen. Was soll ich denn da hinspringen? Naja, also wenn du das sagst, dann machen wir das mal. Ich stelle hier keine großartigen Fragen. Voll falsch gesprungen. Ja, das war's. Und tschüss. Oh, das wird ja... Aber irgendwie ist es auch wieder witzig. Sie lassen sich zumindest was einfallen. Ich finde das eigentlich cool. Aber man müsste halt da eine Controller-Steuerung ein bisschen einfacher. So, das haben wir geschafft. Den Sprung haben wir ja schon drauf. Wow, nein! Ja. Also wer das beim ersten Mal gleich schafft, Hut ab. Ich schaff's nicht. Das ist aber auch... Ja. Rückwärts gern. Sehr gut. Ja, Vollbremse. Drehen. Hier schön. Ja, gerade setzen. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Warum slidet denn so rüber? Was denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Oh, das ist ja ein Kampf hier. So. Den Sprung schaffen wir jetzt schon locker. Haben jetzt auch geschafft. Wappenglück. So, was soll ich jetzt machen? Kampfmodus. Was soll ich denn jetzt einreißen hier? Hier rüber? Ja. Sicher hier irgendwo was. Da kann ich hier fahren. Ich habe keine Ahnung, ob das richtige, richtig ist oder nicht. Aber in diesem Spinnmodus ist es gar nicht schlecht. Da fährt das Auto auf jeden Fall besser. Okay. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja. Der Ankerpunkt ist an der Wand befestigt. Ich kann ihn mit dem Batmobil nicht bewegen. Aber vielleicht kann er das Gewicht des Wagens tragen. Okay. Ich vertraue dir. Ist ja geil. Ist echt geil gemacht. Kann ja ausklinken. Ich mache das jetzt trotzdem in dem Modus. Da fahre ich viel sicherer. Okay. Was jetzt? Achso, aufladen.
Ah, jetzt sind wir schon da. Wattenglück. Achso. Ich gebe immer gleich Vollgas. Okay, hat wahrscheinlich gereicht. Supi. Hat das auch geschafft. Oracle, die Funkantennen haben jetzt wieder Strom. Super, ich verbinde. Ich habe mit Robin geredet. Das solltest du auch tun. Bruce, du brauchst mich da draußen. Gemeinsam finden wir Scarecrow schneller. Das, woran du arbeitest, ist wichtiger, Tim. Das kann doch warten. Lass mich helfen. Ich habe alles unter Kontrolle. Okay. Hör zu, meld dich mal ab und zu. Wir sind Partner, oder? Er will nur helfen, weißt du? Ist die Antenne bereit? Ja. Aber wir brauchen einen Mikrowellenturm, um Scarecrows Position zu orten. Es gibt einen bei Falcone Shipping im Cauldron. Ich habe ihn auf der Karte markiert. Okay. Danke, Oracle. Biografie ansehen. Robin, da ist er. Jo. Schwarz, was? Haarfarbe? Jo, jo, jo. Alles klar. Wo ist denn das? Jetzt, wie weit ist denn das weg? 500 Meter. Boah, das sollten wir ja noch locker flockig schaffen. So. Auch ein interessanter Ort. Sieh dir deine Stadt an. Verlassen von denen, die in Angst flohen. Zerrissen durch. Oh, ist ein cooler Ort. Und los geht's. So, ich pass auch immer auf, ob ich jetzt eine Oper höre. Das ist schon besser. Gotham ist ruhig geworden nach Jokers Tod. Hier passiert sicher jetzt eh was Spannendes. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber ich muss hierher. Heute Nacht zeigen es. Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Uns gehört die ganze Stadt und wir bewachen hier oben eine blöde Antenne. Scarecrows Männer bewachen die Antenne. Ich muss die Bedrohung einschätzen und meinen Angriff planen. Und dann war's das mit der Operation. Wofür brauchen wir ihn? Die Geisel. Eine Absicherung, falls die Fledermaus auftaucht. Genau, als würde es dazu kommen. Scarecrow hat gesagt, er würde hier sein. Ah ja. 5 Soldaten. Alle bewaffnet. Bemerken Sie mich, töten Sie die Geisel. Ich muss einen Aussichtspunkt erreichen und sie herauslocken. Ich kann sie nicht mal anschauen. Okay. Das kann ich also zerstören. Sind da Fenster? Hallo. F für Greifhaken. Nein. Scheiße. Also ein Aussichtspunkt. FF, okay, blubla. Ja, aber das sieht ja eh am besten aus da hinten. Wir machen das mal Wenn so. Ich sie voneinander trenne, sind sie einfacher zu erledigen. Eins. Bedroom aus. Aber wie soll ich sie rauslocken? Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Hey, hört ihr das? Da draußen ist jemand. Ihr zwei, schaut mal nach. Die Tür bleibt zu, ich gehe kein Risiko ein. Verstanden, Boss. Okay, einer geht hier lang. Habe ich keine Batarangs mehr. Das dürfen wir nicht vermasseln, habt ihr gehört? Scheiße. Na, den sollte ich aber so schaffen, ne? Ich habe ihn, Batman! Noch 3 Soldaten da drin. Sie fühlen sich sicher, wenn sie zusammenbleiben. Lucius, hier wurde eine Geisel genommen. 3 Bewaffnete. Ich muss sie ausschalten, bevor sie reagieren können. Ist er fertig? Flexible Platten über einer MR-Fluid-Panzerschicht. Sie sind schneller, verursachen mehr Schaden und sehen dabei angsteinflößender aus. Schicken Sie ihn, Lucius. Jetzt. Schon in der Luft, Mr. Wayne.
Okay. Neuen Batsuit. Sollte er jetzt sein. Was soll ich denn jetzt hin? Okay, hier. Das hört man überhaupt nicht. Ja. Aber geil gemacht, ne? Na dann. Oh, der sieht ja gut aus. Nicht schlecht. Mr. Wayne, ich zeige es Ihnen. Die äußere und innere Schicht des Anzugs bestehen aus dreifach gewebtem Titanium. Das Interessante ist, was zwischen diesen Schichten passiert. Das MR-Fluid von Wayne Tech verhärtet sich bei einem Treffer. Mit dieser Schlagabsorption können Sie mehr Kraft in Ihre Konterangriffe legen. Die flüssige Rüstung ist verkehrt. Sie es von den Fasern gewohnt sind. Die größere Beweglichkeit können Sie nutzen, um mehrere Gegner rasch hintereinander auszuschalten. Hm. Der Anzug ist kompatibel mit dem elektromagnetischen Ausstoßsystem des Batmobils. Sie werden wie ein Geschoss aus einer Magnetkanone abgefeuert. Apropos, der neue Greifhaken zieht Sie ebenso schnell nach oben. Keine Sorge, Mr. Wayne, der Anzug hält die G-Kräfte aus. Okay. Wie fühlt er sich an, Mr. Wayne? Ich habe die ER-Trainingsprogramme aktiviert, falls Sie eine Diagnose oder Tests durchführen wollen. Muss ich jetzt aber nicht machen, ne? Ach so, abschließen um ein Dings. Na gut.